Schönen guten Tag, willkommen auch zu unserer Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Augsburg. Jetzt verspreche ich mich auch schon. Neben mir sitzt ein sichtlich zufriedener Trainer, Edin Terzic, und er wartet auf eure Fragen. Bitte schön. Ja, wir fangen an mit Sascha Klaverkamp von den Ruhrnachrichten. Ja, Edin Terzic, wie groß ist die Erleichterung jetzt nach dem Sieg zuvor? Drei Rückschläge mit nur einem Punkt aus drei Spielen, aber heute der Sieg, wie groß ist die Erleichterung? Ja, wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem heutigen Tag, mit dem heutigen Spiel, weil nicht nur das Ergebnis gestimmt hat, sondern halt auch wirklich die Leistung. Es war wieder ein schwieriger Start ins Spiel. Die erste Chance des Gegners führte dann nach 10 Minuten zum Gegentor. Das war schon wieder dann der erste Rückschlag, den wir bewältigen mussten. Und dann der verschossene Elfmeter. Also da haben wir jetzt auch die Schnauze voll mit den verschossenen Elfmetern. Das könnten wir uns jetzt auch sparen. Aber wie die Mannschaft wirklich dann von Anpfiff bis Abpfiff sowohl offensiv als auch defensiv gearbeitet hat, die Art und Weise, wie wir Torchancen herausgespielt haben, damit sind wir sehr glücklich heute. Und das führt dazu, dass wir uns heute etwas erleichtert fühlen. Aber wir wissen, dass auch in den letzten Wochen vieles nicht schlecht war, sondern wir wollten uns das vornehmen, das konstant auf den Platz zu bekommen. Das haben wir heute geschafft und jetzt geht es darum, das am Dienstag zu wiederholen. Patrick Kleinmann vom Kicker. Hallo Herr Terzic, wie zufrieden waren Sie heute mit der Frustrationstoleranz Ihrer Mannschaft? Rückstand, der Elfmeter, der Verschossene, dann ein sehr tiefstehender Gegner, der ganz viel schon weggeblockt hat. Das war ja nicht einfach, da den Durchkommen zu finden. Ja, das war uns vor dem Spiel ja schon bewusst, dass es passieren kann, dass wir gegen eine tiefstehende Formation, gegen einen tiefstehenden Block Torchancen herausspielen wollen oder müssten. Und das hat natürlich gut funktioniert. Das war jetzt aber auch das vierte Spiel in Folge, glaube ich, wenn ich das richtig gezählt habe, wo wir einen Rückstand aufgeholt haben, wo wir 0-1 hinten lagen. Und heute ist es uns gelungen, das Ganze dann halt auch in einem Sieg umzumünzen. Das wird uns nicht immer gelingen, deshalb sollten wir natürlich auch zusehen, dass wir nicht immer uns ein blödes Gegentor fangen. Aber heute sind wir natürlich sehr zufrieden, halt auch mit der Vielzahl der Chancen, die wir rausgespielt haben. Sebastian Westling von der Funke Mediengruppe. Hallo Edin, ich finde, ihr wart heute sehr, sehr konsequent und sehr griffig im Pressing, auch durch diese Maßnahme mit Julian und Marco ein bisschen vor Thomas Delaney. Was war da der Gedanke dahinter und wie zufrieden bist du damit, wie die das gemacht haben? Ja, ich habe es ja schon erwähnt, wir sind sowohl zufrieden, also man sieht ja jetzt, besonders wenn man sich jetzt gleich irgendwann mal die Highlights im Fernsehen angucken wird, wird man sehen, wie viele Torchancen wir halt hatten, aber womit wir halt natürlich auch sehr, sehr zufrieden sind, ist, wie viele Bälle wir in guten Zonen erobert haben. Und ja, wenn man da heute einen Spieler so ein bisschen davor heben darf, dann ist es definitiv Thomas Delaney, der da wirklich jedes Loch dann nochmal gestopft hat und nochmal die Bälle erobert hat und das auf dem ganzen Platz, aber auch natürlich alle anderen, also im Umschaltverhalten, wenn wir den Ball verloren haben, wussten wir, dass ein Schlüssel gegen einen tiefstehenden Gegner es ist, den Ball wieder so hoch wie möglich zu erobern, weil der Gegner dann so sich ein bisschen vorbereitet, ein bisschen das Gefühl hat, jetzt können wir einen Konter fahren. Und wie viele Bälle wir dann da in dem Gegenpassing erobert haben, das war ein Ziel vor dem Spiel, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Sebastian Kolzberger von der Bild. Glückwunsch zum Sieg, Edin. Jadon Sancho hat heute sein drittes Tor in diesem Jahr gemacht. In Gladbach hat er auch schon zwei Vorlagen gehabt. Hast du das Gefühl, dass bei ihm die Leichtigkeit, die ihn auch vor allem in der letzten Saison so stark gemacht hat, so langsam wieder da ist? Und noch als zweite Frage, er trug am Ende die Kapitänsbinde. War das so gewollt? Ich weiß nicht, ob das so gewollt war, aber es hat ihn definitiv nochmal beflügelt. Und ja, es war auf jeden Fall gut, dann in den letzten 10 Minuten, wie er dann nochmal gearbeitet hat. Aber auch davor die Minuten ohne Kapitänsbinde hat das sehr gut gemacht. Und bei dem Tor sieht man natürlich dann wieder mal sein Talent, aber wie er auch gearbeitet hat und die Dinge, die man halt nicht so gerne tut. Einfach mal hinterherzulaufen, nochmal zu schließen, nochmal das 2 gegen 1, das hat er heute hervorragend gemacht und er hat sich dann wieder mal belohnt mit dem Tor. Und ja, ich finde auch, in den letzten Wochen hat er einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht und da sind wir sehr glücklich drüber und da machen wir weiter. Ja, hallo Herr Terzic, Sie sprachen eben die verschossenen Elfmeter schon an, das war jetzt der dritte in Folge. Wie gehen Sie jetzt damit um? Legen Sie jetzt den Schützen demnächst fest? Bestimmen Sie das oder soll es die Mannschaft weiterhin selber regeln?
Ja, es ist jetzt nicht so, dass die Mannschaft das komplett alleine regelt, sondern wir haben da schon feste Abläufe. Ja, von den drei Elfmetern ist ja der erste dann wenigstens im Nachschuss drin gewesen. Also das würden wir auch immer so unterschreiben. Hauptsache der Ball ist im Tor. Aber wir haben in den letzten Wochen heute Rückschläge erfahren und wir haben immer gesagt, das ist halt ein Fehlersport. Es gibt immer wieder Ballverluste, es gibt immer Situationen, die uns nicht gefallen, aber es geht immer darum, um die nächste Aktion zu kämpfen. Und genauso werden wir darum kämpfen, den nächsten Elfmeter dann reinzuschießen. So, dann schaue ich mal, ob mein Mikro funktioniert, nachdem es explodiert ist gerade. Wir gehen zu Patrick Kleinmann nochmal, bitte. Sie haben in den letzten Minuten Nico Schulz und Meda Hüt wieder ein paar Einsatzminuten gegeben. War das auch so ein bisschen ein Zeichen an die beiden, nachdem wir in den letzten Wochen sehr wenig am Platz standen? Ja, ich wurde ja vor einigen Wochen gefragt, ob ich mir diesen Job zutraue. Und da war ja sofort klar, dass es schwere Entscheidungen geben wird. Und das gehörte natürlich auch mit dazu, dass einige Spieler dann etwas weniger spielen und nicht zufrieden sind. Und der Auftrag, den die Jungs dann haben, ist, sich im Training so vorzubereiten, dass wenn die Chance dann da ist, dass sie auch ergreifen können. Und der zweite Auftrag ist, mir jede Woche Kopfschmerzen zu bereiten, wenn ich über eine Aufstellung nachdenke. Und das haben die Jungs jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr gut gemacht und haben sich dann heute auch nahtlos ins Spiel eingefügt und haben es gut gemacht. Sebastian Kolzberger. Was man heute im Stadion sehen konnte, dass diverse Sitzplätze mit so Plastiktüten eingeholt waren, hat das irgendeinen Einfluss auf die Mannschaft? Nimmt man das überhaupt wahr oder ist das nicht so wichtig? Ja, natürlich nehmen wir das wahr und wir wollen uns dann halt auch in dieser Form jetzt dafür bedanken, weil diese Aktion ist ja nicht von irgendwelchen Fremden gemacht worden, sondern von unseren Mitarbeitern. Also ich glaube, da haben sich knapp 50 Mitarbeiter Gedanken gemacht, wie sie die Mannschaft unterstützen können, wie wir gemeinsam anpacken können, diese negativen Ergebnisse, die wir besonders zu Hause erfahren haben, wieder positiv zu gestalten und ihren Beitrag zu leisten. Und das ist das, was Borussia Dortmund ausmacht. Das ist das schwarz-gelbe Herz, das ist echte Liebe. Und dafür sind wir sehr dankbar. Sebastian Wessling. Wir haben ja in den letzten Wochen sehr oft über das Thema Herangehensweise an ein Spiel und die Art und Weise, wie man sich einbringt und Engagement oder und so diskutiert. Würdest du sagen, dieses ganze Spiel, wie es gelaufen ist, auch mit dem Rückschlag, aber dass die Mannschaft eigentlich von vorne bis hinten alles gegeben hat, ist das jetzt der Maßstab dann auch für die nächsten Wochen? Ja, das ist der Idealzustand, dass wir sowohl offensiv als auch defensiv 90 Minuten auf der Höhe sind. Das ist das, was wir uns vorstellen, was wir natürlich in jedem Spiel sehen wollen, dass es oftmals nicht geht und dass da auch ein Gegner ist, der sich auch Gedanken macht, wie sie in das Spiel herangehen, wie sie mit Rückschlägen umgehen. Das gehört halt einfach zum Sport dazu. Wichtig ist einfach, dass wir da dranbleiben, dass wir diesen Glauben in unsere Stärke, in diese Qualität entwickeln. Aber wir wissen, dass unser Talent nur beschützt werden kann durch eine gute Mentalität. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Dann ist das so. Vielen Dank euch fürs Interesse. Vielen Dank, Edin. Das Spielerersatztraining morgen ist nicht öffentlich. Das auch schon mal an dieser Stelle. Wir sehen uns dann wieder zum Heimspiel im Pokal gegen den SC Paderborn. Bis dann. Tschüss.